dass nicht nur die Mainstream-Medien politisch sehr einseitig berichten, sondern mittlerweile auch, wie ich sie nenne, Mainstream-Politiker, vor allem jene, die aktuell sich in der Regierung befinden, denkwürdige Demokratieverständnisse haben, wenn es um Oppositionsparteien geht, das wissen wir ja mittlerweile alle. Doch jetzt ist das Ganze sogar übergesprungen auf den Kinderkanal, wo bereits Kinder ab 9 Jahren damit indoktriniert werden, wie man politisch zu denken hat in Deutschland und wie nicht. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und an diesem Sonntag, wenn man solche Nachrichten konsumiert, da hilft eigentlich nur noch eins, und sich einen guten Cocktail zu gönnen zwischendurch. Mehr dazu gleich im Anschluss. Aber als erstes schauen wir uns jetzt kurz mal vom Kika-Kanal, der ja zum ZDF gehört, diese Nachrichtensendung an. Die nennt sich Logo. Ja? Und ihr seht hier, ne, Logo, diese durchaus freundlich dreinschauenden Volontäre und so weiter des ZDF, die hier diese Nachrichtensendung erstellen. Sie sagen auch von sich, sie sind unvoreingenommen und bringen halt einfach den Kindern auf eine ja einfache Art und Weise die komplexen Dinge der Welt näher. Was ich eigentlich grundsätzlich einen Top-Ansatz finde. Ich meine, gerade Kinder haben auch ein Recht darauf, politisch gebildet zu werden und sich halt eben zu informieren. Und die gängige Presse, die hat natürlich nicht so einen guten Zugang zu Kindern, was jetzt irgendwie so eine Sendung hier angeht. Aber wir müssen dabei, vor allem wenn das Thema unvoreingenommen hier zur Sprache kommt, immer wieder bedenken, ja, dass, und das seht ihr hier wunderbar in diesem Artikel, der schon etwas älter ist, von 2020, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, nein, jetzt falls ihr kurz einen Schreck bekommen habt, das sind nicht die aktuellen Umfragen, die wir hier in Deutschland haben, die sehen aktuell ganz anders aus, sondern das ja ist die Umfrage unter den Volontären und Volontärinnen der ARD in Prozent. Das heißt, all die ganzen Nachwuchskräfte sozusagen, die später dann mal eben die Tagesschau und das Heute-Journal der Zukunft machen. Gut, das ist jetzt hier nur in ARD. Man kann sich eins zu eins zusammenreimen, ob das beim ZDF groß anders ist und bei anderen öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Aber schaut euch das mal an. 57% der Volontäre würden die Grünen wählen. 23% die Linke, ja, und 11,7% die SPD. Da haben wir dann noch die Union mit 3 und die AfDP mit 1%. Also das bedeutet, dass 92% aller ARD-Volontäre grün, rot, rot wählen würden oder halt auch von der politischen Schlagseite so eingeordnet sind. Ja, das ist jetzt grundsätzlich natürlich durchaus ihr völliges Recht und so, aber das ist schon mal so ein bisschen zur Einordnung des folgenden Beitrags nicht ganz unbedingt unwichtig, finde ich. Aber jetzt springen wir gleich mal rein und schauen uns hier an, was sie über eine Oppositionspartei, nämlich die Alternative für Deutschland, hier zu sagen haben. Und das ist durchaus interessant. Die AfD sieht viele Dinge sehr anders als andere Parteien. Gerade in Thüringen haben einige Mitglieder der AfD rechtsextreme Ansichten. Rechtsextreme sind zum Beispiel der Meinung, dass Menschen mit anderer Hautfarbe oder Religion weniger wert sind. Rechtsextreme sind auch gegen Menschen, die aus anderen Ländern nach Deutschland gekommen sind, weil sie fliehen mussten oder weil sie hier arbeiten wollen. Rechtsextreme finden, die sollen weg aus Deutschland. Außerdem. Das Interessante ist an dieser Stelle, dass man hier einfach sagt, die Alternative für Deutschland sieht viele Dinge anders als alle anderen Parteien. Das heißt, man macht schon mal grundsätzlich hier so ein Tauziehen. Man sagt, es gibt halt diese Parteien, die einerseits hier sind und dann gibt es die AfD. Das ist aber natürlich in der Realität überhaupt nicht der Fall. In der Realität ist es so, es gibt eben die Ampelkoalition bestehend aus 3 Parteien. Und dann gibt es noch Oppositionsparteien, ja, und das sollte man ja eher gegenüberstellen. Und natürlich gibt es jetzt einige Dinge bei der Alternative für Deutschland, die sie anders sieht als jetzt viele anderen Parteien. Gerade die Parteien, die sich ja immer als Demokraten und so weiter bezeichnen, die haben nicht so präsent in ihrem Parteiprogramm wie die AfD beispielsweise, dass man Volksentscheide durchführen sollte, primär als direktes Mittel der Demokratie, was ja auch der direkte Wille dann der Bürger ist und das durchaus ein demokratisches Prinzip, finde ich jedenfalls, ist, ja. Aber es gibt natürlich jetzt ganz viele andere Themen, wo auch zum Beispiel eine AfD
Ähnlichkeiten mit der FDP oder mit der CDU beispielsweise hat. Aber die hat man hier bewusst natürlich nicht behandelt, sondern man geht gleich natürlich wieder in dieses eine einzige Thema, was überall prävalent ist in den Medien, nämlich Rechtsextremismus und so weiter. Und die Leute, die dort das wählen, die haben alle etwas gegen Ausländer und so weiter. Wenn ich mal interessant zu wissen, wenn jemand wie zum Beispiel Feroz und so von Achse Ost-West hier auch mal interviewt ist, der ja keine deutschen Wurzeln hat und so weiter, was man jetzt bei diesen Leuten dann annehmen würde, warum diese Leute so zum Beispiel AfD wählen und so, wo sie doch irgendwie ja eigentlich nicht so die klassische Gattung an AfD-Wählern darstellen, wie man sonst immer denken würde. Auch mich erreichen immer wieder Nachrichten von Leuten, die sagen, hey, meine Mutter irgendwie kommt aus der Türkei, mein Vater irgendwie kommt auch aus einem anderen Land ursprünglich, ich bin dabei in Deutschland geboren und ich wähle jetzt beispielsweise auch die AfD. Das passt auch überhaupt gar nicht in das aktuelle Bild, was diese Leute porträtieren. Die gehen immer auf Thüringen und dann kommen immer die ganz schlimmen Rechtsextremen und so. Aber das ist natürlich ein bisschen an der Realität vorbei. Und ganz so einfach, auch für Kinder, sollte man natürlich die Realität dann nicht runterbrechen, ja? Einige AfD-Mitglieder immer wieder schlecht über das politische System in Deutschland. Und sie versuchen offenbar, die Deutschen wütend darauf zu machen. Viele finden das gefährlich. Ja, also viele finden es gefährlich, dass die AfD das politische System kritisiert, was natürlich nichts anderes bedeutet, als dass die AfD nicht das System an sich kritisiert, sondern natürlich in der Art und Weise, wie aktuell die Regierung dort sich zusammensetzt und welche Politik dort gemacht wird. Ja, da ist man natürlich erstmal nicht irgendwie drauf eingegangen, sondern man hat gesagt, es ist das politische System an sich, was in Frage gestellt wird. Vorsicht, es ist gefährlich. Und das ist ja genau die Art und Weise, wie man allgemein versucht, die Opposition runterzudrängen und so. Ich meine, früher im Römischen Reich und so weiter, da habe ich mich sehr viel mit beschäftigt, damals früher mit so Caesar und Pompeji und so weiter und dann den ganzen Bürgerkriegen in alten Rom und so. Und da war es ja ganz häufig ganz einfach, ne? Es kam ein neuer Machthaber dort im Römischen Reich an die Macht. Und was hat er erstmal mit den ganzen Vorgängern und so weiter und allen politischen Gegenkandidaten gemacht? Weg waren die. Ne? Das kann man natürlich heutzutage nicht mehr machen, aber auch damals konntest du das natürlich nicht so einfach machen, wenn du wusstest, okay, dein politischer Gegner hat extrem viele Unterstützer und so. Da musstest du dir natürlich etwas anderes ausdenken und da war es natürlich, ja, dann alle möglichen Intrigen und anderen Dingen, die geschehen sind und heutzutage ist es einfach, dass man einfach sagt, ja, die sind extrem gefährlich. Die wollen unsere demokratische Grundordnung auflösen, die wollen im Endeffekt Deutschland in der Form, wie es jetzt ist, komplett abschaffen und so weiter. Und wenn man sie oft und lange genug als gefährlich eben bezeichnet, dann erreicht man zwar nicht unter den Bürgern, wie man ja aktuell sieht, einen Konsens, die dann sagen, na gut, dann wählen wir die nicht mehr, aber dann erreicht man natürlich auf einmal, dass der Verfassungsschutz und alle möglichen anderen Dinge dann sich immer wichtiger und wichtiger machen und irgendwann sagen, ja, dann müssen wir leider diese Partei verbieten, ja, dann kann man sie leider nicht mehr wählen, weil wenn die Bürger nicht verstehen, wenn die Bürger in der Demokratie selber nicht verstehen wollen, wie gefährlich das ist, dann müssen wir es halt eben von oben herab ihnen erklären und dann demokratisch diese Partei verbieten, ja. In diese Richtung geht das Ganze. Klar ist, längst nicht alle Menschen, die die AfD wählen, sind rechtsextrem oder finden alles gut, was die AfD will. Na, immerhin. Will oder sagt. Viele wählen sie auch aus Protest, weil sie enttäuscht sind von den anderen Parteien und wollen, dass die sich mehr um ihre Probleme kümmern. Andere erschreckt es, dass so viele Wähler bereit sind, der AfD ihre Stimme zu geben. Und nun sogar ein Politiker der AfD Landrat werden konnte. Landrat? Sie haben die Sorge, dass die AfD in Zukunft immer mehr Ämter bekommen könnte und so auch Leute mit rechtsextremen Ansichten in Deutschland immer mehr Macht bekommen und bestimmen dürfen. Ja gut, das war's dann auch für dieses Video. Ja, irgendwelche Dinge zu beispielsweise den extrem radikalen Politikern in der grünen Jugend, die ja dann irgendwann auch nachrutschen werden, ja, oder in die extrem linke Fraktion beispielsweise der SPD und all das, was dort passiert, darüber wird nicht berichtet, ja, aber man kann natürlich schon sehen, wenn man das jetzt jemand erklärt, der 9 Jahre alt ist, was genau eigentlich der Zweck dieser Sendung hier sein soll, nämlich einfach zu sagen, hey, passt mal auf, diese politischen Parteien sind gut und diese politische Partei ist böse, ja, also so eine Sendung erinnert mich dann schon sehr stark an DDR-Style, ja, und aber ich meine, genau wie es im Großen stattfindet,
wird es halt im Kleinen wiederum umgesetzt. Von denen lernen sie natürlich. Was haben wir hier wieder gefunden von SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil? Das finde ich auch immer so lustig, wie viele Parteichefs und dann gibt es wieder noch den Vorsitzenden und dann gibt es wieder noch den und den. Irgendwie weiß man nie, wer jetzt wirklich eigentlich der Chef davon ist, ja. Aber egal. SPD-Chef Lars Klingbeil sieht mehr Bürgernähe der Politiker als ein Mittel gegen das Umfragehoch der AfD. Das finde ich immer so lustig, ja. So, die Umfragewerte der AfD, die sollten eigentlich die Parteien, die an der Regierung sind, überhaupt gar nicht interessieren, sondern die sollten sich eigentlich darauf konzentrieren, eine souveräne Politik zu machen und nicht erst dann irgendwann zu realisieren, vielleicht sollten wir mal irgendwie das machen, was die Bürger wollen, weil die Umfragewerte der AfD so hoch sind, ja. Ich glaube, wir brauchen drei Dinge. Erstens, gute Politik, die die Alltagsprobleme der Menschen anpackt. Na, herzlichen Glückwunsch, Herr Klingbeil. 2 Jahre nachdem Sie gewählt wurden, stellen Sie das fest, dass es vielleicht unter Umständen sinnvoll wäre, es eine gute Politik zu machen, die eben das repräsentiert, was die meisten Bürger wollen, statt einfach irgendwelche eigenen Experimente vom Zaun zu brechen, die halt eben komplett an der Realität vieler Bürger vorbeigehen. Auf jeden Fall Glückwunsch dazu, ja. Zweitens, ja, also die Themen seien Löhne, Wohnen, Rente und bezahlbare Energie, sagte er der Bild am Sonntag. Ja, genau, Herr Klingbeil, genau das sind die zentralen Themen. Gut, dass Sie das jetzt 2 Jahre später realisieren. Zweitens, einen politischen Stil, der den Leuten nicht erklärt, wie sie sein sollen, sondern ernst nimmt, was sie umtreibt. Wow, Herr Klingbeil, da sind Sie aber langsam so richtig etwas Heißem auf der Spur. Ich würde mal sagen, wenn wir jetzt beim Topfschlagen wären, dann würde ich sagen, heißer, 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 Sie sind ganz nah dran. Bitte langsam mal die Augenbinden abnehmen. Aber jetzt muss ich echt an dieser Stelle sagen, warum, wenn er das jetzt tatsächlich erkannt hat, was nämlich stimmt, ja, warum sagte dann hier die Partei, die AfD sei der politische Gegner aller Demokraten? Da ist schon wieder so dieser Widerspruch drin, weil der ja wieder darum allen Wählern und potenziellen Wählern dieser Oppositionspartei halt eben suggeriert, dass sie nicht demokratisch seien, wenn sie diese Partei wählen. Und das ist, widerspricht natürlich genau dem, was er gerade da an unterer Stelle sagt, dass er sie nämlich ernst nimmt und dem, was sie wollen, weil dann würde er nicht auf einmal sagen, naja, wir sind zwar die Demokraten, aber die anderen nicht. Also da hat er leider wieder, muss ich sagen, beim Topfschlagen würde ich jetzt leider sagen, kalt, kalt, ganz, ganz, ganz kalt, lieber Herr Klingbeil, ja. Und dann drittens, wo haben wir hier diesen dritten Punkt, ne? Und drittens, öfter mal raus aus Berlin und mit den Menschen im ganzen Land reden. Wir dürfen nicht die da in Berlin sein. Ja, wunderbar. Das kann man auf jeden Fall sagen, Herr Klingbeil. Aber ich glaube, dieser dritte Punkt, ne, ich glaube, also ich bin jetzt kein Bürger, der unbedingt will, dass der Politiker ständig irgendwie mit mir redet oder irgendwie zu mir kommt und mich schon wieder so umsorgt. Da sind wir wieder bei Saskia Esken und so. Ich will einfach nur einen Politiker, der erstens die allgemeinen Probleme, die das Land hat, nach vorne bringt, indem er meistens halt einfach nichts tut und uns Bürger in Ruhe lässt, dafür sorgt, dass die innere und äußere Sicherheit steht, dafür sorgt, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gut sind, sodass wir unser selbstbestimmtes Leben leben können und ansonsten uns eigentlich die meiste Zeit in Ruhe lässt und aufhört, irgendwelche politischen Visionen und irgendwie Spirenzien und Experimente zu machen, die man dann irgendwann einige Jahre wieder, nachdem viel auch ökonomische Zerstörung eingerichtet wurde, wieder zurückspulen muss. Ja, das ist nur meine Kommentare dazu. Ja, und ansonsten kann ich nur sagen, es ist jetzt schon wieder verdammt heiß hier drin und der Sommer kommt, Leute. Und ja, das ist manchmal auch die einzige Lösung, die man auch an so einem Sonntag haben kann, dass man sich so einen kleinen Aperol gönnt für zwischendurch. Ja, ich muss sagen, Aperol ist jetzt nicht so mein Favorite. Das trinkt meistens eher meine Freundin, aber wenn sonst nichts anderes da ist, gönne ich mir auch schon sowas. Ja, muss noch ein paar Eiswürfel reinmachen. Und wenn ihr euch regelmäßig auch ein paar Cocktails genehmigt, dann habe ich hier was Spannendes für euch vorbereitet und so. Keine Sorge, ich verkaufe euch jetzt keinen Alkohol. Aber am 19. Juli, ja, also in ein bisschen mehr als 2 Wochen, findet ein kleines Live-Event statt. Und zwar unser Sommer-Livestream. Den mache ich zusammen mit Dominik Kettner hier auf der Insel Mallorca. Und ihr könnt von zu Hause aus teilnehmen. Das heißt, wir werden uns einfach ganz entspannt ein paar Cocktails mixen lassen von unseren Freundinnen. Ja, die dürfen dann auch mal ein bisschen uns mithelfen hier bei der Arbeit. Und dann werden wir dort über alle möglichen politischen, spannenden, wirtschaftlichen Themen und so weiter sprechen. Ja, Dominik wird auch ein bisschen Gold verlosen und so. Und ihr könnt uns Fragen stellen und so weiter. Das wird auf jeden Fall richtig cool. Jetzt ist die Seite natürlich gerade verschwunden. So ist es immer, wenn man irgendwas vorstellt. Ja, aber ja, nicht so schlimm. Jedenfalls, Link ist unten drunter. Wir werden über alle möglichen spannenden Themen reden. Ihr könnt ganz entspannt von zu Hause euch
mit einklinken, euch ein schönes Bier aufmachen. Ja, 19. Juli geht's los und ich freue mich auf jeden Fall auf möglichst viele Teilnehmer. Dominik und so kommt extra nach Mallorca, um hier ein bisschen Urlaub zu machen, einfach mal zu entspannen, und haben wir uns gedacht, können wir halt diesen Livestream noch für euch machen. Da freue ich mich schon richtig drauf.